Eine weitere Möglichkeit in der Punktkinematik ist es, die Beschleunigung als Funktion anzugeben. In diesem Fall haben wir es mit einer aufsteigenden Rakete zu tun, deren Beschleunigung mit dem Zusammenhang a entspricht einer Anfangsbeschleunigung a0 sowie einem Faktor k mal dem zurückgelegten Weg zusammenhängt. Es ist nun zu bestimmen, wie die Geschwindigkeit v1 nach einer Strecke s1 von 2 km und die dafür erforderliche Zeit zum Erreichen dieser Höhe aussehen. Die Anfangsbedingungen sind, dass die Zeit t00 ist, die Position s00 und auch die Anfangsgeschwindigkeit v00 ist, die Rakete also aus dem Stillstand von einem definierten Punkt aus startet. Ich schreibe es noch einmal her, zeitfreie Gleichung. So. Auf welche Art formen wir es um? Ja, das V ist gesucht, also nehmen wir das V einfach als V mit, die integriere es trotzdem noch einmal vorsichtigerweise, setze einfach A ein, A von S natürlich, A0 plus K mal S, ds von 0 bis S und dann sollte man da wieder eine Tilde draus machen und V Tilde dv Tilde von 0 bis v, also einfach v. Das heißt, es kommt da aus der Integration einfach, wenn man die Grenzen sofort einsetzt, ein a0s plus, was liefert der hintere Term? K mal s Quadrat halbe, Grenzen eingesetzt, ist gleich v Quadrat halbe, wenn v dv da steht. Also ist v irgendeine Wurzel, nämlich die Wurzel aus 2a0s plus k s Quadrat. Das ist V von S sozusagen jetzt. Das ist das, was man üblicherweise kriegt, wenn man die zeitfreie Gleichung verwendet. Das heißt, an unserer Stelle V1, wo S1 2 Kilometer ist, eingesetzt, liefert das für meine Werte 322,5 Meter pro Sekunde bei S1 2000 Meter als Anmerkung. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, was ist jetzt mit der Zeit? Das ist jetzt vielleicht ein gedanklicher Sprung weiter. Wie kommt man jetzt auf die Zeit, die bis dorthin vergangen ist, wenn man die Strecke gehabt hat? Ich integriere t. dt ist ja ds nach v oder v ist ds nach dt, aber gleich umgeformt ist es dt, ist es ds durch v. Von 0 bis zu unserem S1. Jetzt muss man aber, wie Sie richtig sagen, hier das allgemeine V einsetzen. Nicht einfach irgendein V, sondern das V ist ja eine Funktion von S und S². Also müssen wir das auch entsprechend integrieren. Und das Integral wird ein bisschen schwieriger, wie Sie vielleicht festgestellt haben. Da verweise ich typischerweise auf ein Tabellenbuch. Ist ds durch diese Wurzel 2a0s plus k s Quadrat liefert ausintegriert 1 durch Wurzel k und aus der Wurzel wissen wir, kriegt man typischerweise einen Logarithmus. Logarithmus von der Wurzel von dem ganzen Ausdruck für v plus s mal Wurzel k plus a0 durch Wurzel k, wenn man den Faktor 2 beim a0 und das 1,5, das da üblicherweise vorkommt, gleich wegkürzt, zwischen 0 und s1. Wenn wir das einsetzen, die ganzen Zahlenwerte, ich meine, das erspare ich mir jetzt, dass wir da wirklich die Zahlenwerte komplett fix und fertig einsetzen. Was man aufpassen muss, ist wieder, ob bei den Grenzen irgendwas passiert. Das ist allerdings in dem Fall kann eh nichts passieren in Wirklichkeit. Man muss natürlich die untere Grenze mitnehmen, weil ja das nicht automatisch 0 wird, sondern es bleiben die hinteren beiden, also der hinterste Term bleibt eigentlich über, die unterste Grenze ist ln a0 durch Wurzel k, was ja auch sein muss, weil wenn ln 0 rauskommt, dann haben sie ein Problem. Und ansonsten einfach die Grenze s1 einsetzen mit dem Bekannten, dann kommt hier für T1 an der Stelle, was war es, S1 ist 2000 Meter,
eingesetzt, 19,3 Sekunden raus.